Herzlich willkommen bei GTA 4. Wie gesagt, habe ich jetzt mal die Sounds ein bisschen höher gestellt. Ich werde jetzt mal eine Aufnahme machen, werde mir das dann mal angucken, wie das ist vom Ton her, ob das viel zu laut ist oder viel zu leise. Von daher entschuldige ich mich jetzt schon mal, falls das hier alles viel zu laut ist. Ich habe meine Kopfhörer volle Lautstärke gestellt. Schreit mal nicht so hier rum, ey. Meine Güte. Na, ich denke, das passt. Ich, wie gesagt, werde jetzt mal gucken, dann werden wir das ja alles sofort sehen. Oh. Ich gebe mir ein geiles Auto. Ja, kein Problem, sehe ich auch so. Wo sind wir denn? Fahren wir doch gleich wieder zu dem guten Playboy X. Ich möchte dorthin. Ja, genau da. Will irgendjemanden anrufen, glaube ich. Ich sehe alles, ich habe irgendeine Nachricht. Menü. Telefon. Nee, warte mal, wie geht das hier? Nein! Ach, kein Videoeditor. Nachrichten. Check deine E-Mails, ich habe Arbeit für dich, wird bestens bezahlt. Okay. Wenn er gut bezahlt wird, warum nicht? Aber jetzt fahren wir erstmal zu den Kollegen hier. Gut nicht. Einwandfreie Polizei stört das alles nicht. Aber vielleicht merken sie auch, dass sie da keine Chance haben, wer weiß. Komm, Gas, Gas, Gas. Ja, warte, ich kann noch hier reinfahren. Komm, jetzt fahre ich hier rum. Ist egal. Ist ja nicht so wie bei den Mafia-Teilen. Ich glaube, beim ersten Teil ist es nicht so, dass der Sprit ausgehen kann. Das ist ja hier nicht der Fall. Fände ich auf jeden Fall ein cooles Gimmick, wenn es dann hier auf Tankstellen. Ja, Entschuldigung, Tankstellen geben würde. So, Kollege. The Holland Play, okay. Sup, Money? Hey, man. Business is tough. Now, I ain't a cold person. Well, I mean, I am cold, but motherfucker. What are you talking about? You want a drink? Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope gang because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No, listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this? All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992, and the best that you could hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. Now, I took care of business. I gave him money, but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him?
Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cass been talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. But what? I don't want to. Well, neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I don't like this conversation. Do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. Because see me? Now I ain't scared of no one. But a motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Okay. Schwierige Lage. Dieses komische Klingeln hier, das war vom Telefon gerade. Und, ja. Momentan hat's aufgehört, aber ich denke mal, dass das gleich wieder losgeht. Von daher entschuldige ich mich dafür, aber wir müssen jetzt mal gucken, wie wir vorwärts kommen. Was ist denn jetzt das U auf der Karte? Das U. Was ist denn? Du hast gerade ein U gesehen, bin doch nicht doof, hier. United Liberty Paper. Ach, das ist der Heinz, okay. Ich weiß auch nicht, ob ich den Dwayne umlegen will. Ich weiß es echt nicht. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Das Ding ist für den Arsch. United Liberty Paper, dann... Peggy hatten wir lang nichts mehr, aber ich glaube, ich möchte gerne mehr über diesen Paper herausfinden. Fast genau dazwischen durchgefahren. Was denn jetzt? Nico, I think Roman has been kidnapped. Was? I heard he owes the Russians money. A friend of mine saw him at that car club on Elm Street. He owed them money? He never told me anything. I heard they took him to a warehouse off Montauk in Bohan Industrial. I'll check it out. Das sehe ich auch so. Das sehen wir uns mal aber richtig. Das sehen wir uns aber sicher mal an. Komm schon. Ich muss hier durch. Ah, ich hab's eilig. Dimitri, der lebt ja auch noch. Nico, ich dachte, ich schick dir dieses Bild hier aus und steck den Kurs. You've crossed the line, Dimitri. Der Arschloch ist das. Das ging aber echt zu weit. Das geht gar nicht, was der Junge hier erzählt. Muss bestraft werden. Was? Oh, ist aus dem Weg. Ich habe einen Mord zu begehen. This is getting on my fucking nerves. Mann, wobei ich ja, weiß ich nicht, ob Nico jetzt Dimitri umgehen wird, aber ich denke, er hat es nicht anders verdient. Ah, jetzt geht doch immer aus dem Weg, Mensch. Und wo raucht schon, mein Gott, ey. Ist wenigstens eine große Straße. Ich brauche
das Auto. Das wird nix. Das hört sich nämlich nicht gut an. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Wir nehmen das Ding. Dimitri ist ein Russe, also es passt alles super zusammen. Zumindest ist der Name russisch. Ich glaube, wir sollten das Hotel stehen lassen. Nach einer Kurzunterbrechung geht's dann weiter bei GTA 4. Ich glaube, wir sollten da reingehen. Was liegt dort? AK-Munition. Ich war mir schon klar, dass ich das Ding brauchen werde. Ich habe das schon rausgeholt. Alter, wenn der das Ding da reinschmeißt, wa? If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitri Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I hear ya. Stellt sich nur die Frage, ob ich jetzt entdeckt werden darf oder nicht. I am drunk, but not in a good way. I must drink more. Ich glaube, ich darf sie töten. Start firing. Oh. Es sind so viele. Hört nach. Der macht ja gar nicht, nimmt das Magazin gar nicht raus und das wird falsch. Sehe ich auch so. Here we go. Aua. Hey asshole, you surround. You will pay for what you've done. Man hört ihn gar nicht reden, die ganzen Schüsse übertönen einfach alles. This is it for you! I'm coming for you! Da oben hockt doch irgend so ein H1.